Heide, seit heute überlege ich mir, ob ich mich nicht anders nennen soll. Overwatchy, das wäre ein cooler Name. Ich habe ja einen coolen hohen Katzenbaum und wenn ich da oben lieg, dann sehe ich einfach alles. Ja, wie komme ich auf den Namen? Ja, ich habe mal wieder Fernsehen geguckt mit meinem Herrchen. Da schlägt die Politik doch glatt vor, Handyortungen durchzuführen. Ja, warum wohl? Damit sie die 14 Kilometer oder 15 Kilometer Radius vom Wohnort ermitteln können, um dann zuzuschlagen. Gleich dem Motto Overwatch. Ja, da habe ich auch gleich gehört, dass man sein Handy, na, wenn es ein altes Handy ist, hat es ja kein GPS, da kann man die Distanz ja nicht ermitteln. Weit gefehlt, denn die Handys locken sich ja in entsprechenden Funkmasten ein, also in Funkzellen, und damit kann man auch ermitteln, wo man war und wie weit man weg war. Hilft also nichts. Ausschalten und Akku rausnehmen. Aber da kann ich es ja gleich zu Hause lassen. Dann bin ich immer zu Hause und gar nicht weg. Ich finde die Idee cool. Ich habe sogar einen Hacker beauftragt und bezahlt. Ja, 0,25 Bitcoin. Dafür kriege ich immer aktuell mitgeteilt, wo sich mein Herrchen aufhält. Habe ich im Darknet geordert. Der Hacker meinte, da ist ganz leicht ranzukommen. Aufgezeichnet wird das eh schon längst von Google und Co. Jetzt geht's nur noch darum, dass die die Daten an die Behörden rausgeben. Mann, habt euch nicht so. Ist doch nicht schlimm. Tut auch gar nicht weh. Das bisschen Kontrolle hat noch keinem geschadet. Glaubt's mir.